letzte Sendung von Finance TV im November. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Wir beginnen mit einer Frage. Kann es tatsächlich sein, dass Heidelberger Druckmaschinen nach über 10 Jahren Restrukturierung endlich das Schlimmste hinter sich hat und wieder nach vorne schaut? Diese Frage stellen wir heute dem CFO des Unternehmens, um vor allem auch herauszufinden, ist das, was wir gerade sehen, die ersten Hoffnungsschimmer, ist das nachhaltig oder ist das eine Schwalbe, die noch keinen Sommer macht? Herzlich willkommen bei uns im Studio, Dirk Kaliebe, CFO von Heidelberger Druck. Sie haben Mitte November das erste Halbjahr bilanziert. Sie haben da beim operativen Gewinn ein Drittel draufgepackt. Zwar immer noch auf niedrigem Niveau, aber es scheint aufwärts zu gehen. Ist diese Ergebnisverbesserung substanziell und nachhaltig oder einem Sondereffekt geschuldet? Wir befinden uns auf einem guten Weg. Wir haben gesagt, dass wir langfristig unsere Ergebnisqualität noch mal deutlich anheben wollen und wir spüren die ersten Anzeichen auch im ersten Halbjahr. Sie haben jetzt den Konzern, so scheint es, bei ungefähr 2,5 Milliarden Euro Umsatz und 200 Millionen Euro EBITDA stabilisiert, nachdem es jahrelang nach unten gegangen ist. Das ist immer noch mager, aber es ist stabil. Wenn man jetzt versucht, das in den nächsten Jahren nach oben zu bringen, gibt es da noch Altlasten, die Sie unten halten oder können Sie von da jetzt wieder durchstarten? Wir haben den Weg des Wachstums deutlich beschrieben, wie wir plus 500 Millionen Umsatz generieren wollen über Digitalisierung, über neue Geschäftsmodelle. Haben wir entsprechendes Potenzial, uns entsprechend zu entwickeln. Dazu haben wir als Potenzial die operative Exzellenz, die auch 50 Millionen Ergebnisverbesserung beibringen sollen. Also von Altlasten insofern wäre es nicht zu sprechen, eher von Potenzialen, die Profitabilität nach vorne zu verbessern. Dazu kommt natürlich noch auf der Kapitalstrukturseite ein erhöhter Zinsaufwand, den wir auch noch weiter optimieren können, wenn wir nach vorne schauen. Digitalisierung, operative Exzellenz sind ja so ein paar Schlagworte, die man sehr stark im Moment hört. Wie genau soll das dazu führen, dass Sie Ihren Umsatz um ein Fünftel und Ihren Gewinn um die Hälfte steigern bis in den nächsten 5 Jahren? Wir haben auf der Drupa im letzten Jahr die neuen Produkte vorgestellt, im traditionellen Bereich als auch auf der Digitalseite. Wir haben mit der Labelfire, mit der Primefire Maschinen gezeigt, die sicherlich zu einem Umsatzwachstum in der nächsten Zeit beitragen werden. Das auf der einen Seite, auf der Produktseite. Auf der Geschäftsseite entwickeln wir gerade Modelle, wo wir einen Bundle hinbekommen zwischen den Maschinen, rüber zu Service und zu Consumables, den Kunden später am Output messen werden und nicht mehr nur am Input. Aus diesen neuen Modellen werden wir auch etwas bekommen. Und schließlich und endlich sind wir auch mit unseren Digital Platforms im Softwarebereich unterwegs, eine Veränderung im Geschäftsmodell herbeizuführen. All das wird für die Topline einzahlen. Große Investitionen sind in der Vergangenheit bereits getätigt worden. Einige werden wir in Zukunft haben, aber wir befinden uns dort auf einem sehr guten Weg. Und auf der anderen Seite Operational Excellence, wenn Sie von 20.000 Mitarbeitern auf 11.000 schrumpfen, können Sie nicht alles optimal haben. Das haben wir nun aufgegriffen, Programm entwickelt, um zu sagen, wie kommen wir von A nach B. Und das Ergebnis sollen 50 Millionen EBITDA-Verbesserung aus diesem Programm sein. Erst im Oktober haben Sie ein neues großes Transformationsprojekt aufgelegt. Was verbirgt sich genau dahinter? Ist das eine neue Kostenkürzungsrunde bei Heidelberg? Nein, es ist einfach unter dem Motto Effizienzsteigerung, effiziente Prozesse zu implementieren. Das Programm, was wir entsprechend angegangen haben. Und wir gehen dort über die gesamte Company, schauen uns alle Prozessketten an, um zu sagen, wo können wir uns deutlich verbessern. Ein Kostensenkungsprogramm in dem Sinne klassischer Art ist das nicht. Sie haben Ihre Agenda schon grob skizziert. Sie wollen viel investieren in Digitalisierung und Prozesse, beziehungsweise haben das schon getan. Sie haben auch gesagt, Sie müssen noch 200 Millionen Euro in den nächsten Jahren thesaurieren, um Ihre Eigenkapitalquote wieder deutlich über 20% zu bekommen. Und dann haben Sie noch einen sehr teuren High Yield, der 2022 ausläuft, aber vorher zurückgezahlt werden kann. Eine ganz lange Wunschliste. Wie wollen Sie das alles schaffen mit Ihrem doch recht überschaubaren Cashflow? Na, wichtig ist ja zu sehen, dass wir gut ausbalanciert sind. Wir haben 3 Säulen in der Finanzierung. Wir haben Fälligkeiten, die im High Yield in 2022 stehen. Wir haben vorher keine Fälligkeiten, also wir haben dort eine sehr stabile Finanzierungsform. Und wir können natürlich sagen, dass wir alle 2 bis 3 Jahre 50 bis 100 Millionen freie Mittel generieren, die wir dann nutzen können, um entweder ins Geschäft zu investieren, Akquisition zu betreiben oder auf der Kapitalstrukturseite eben in den High-Yield-Bond investieren können. Dort haben wir eine sichere Rendite und von da aus ist die Ausgangsbasis für diese Optimierung eigentlich herausragend. Was genießt Priorität? Wachstumsinvestitionen oder Optimierung der Kapitalstruktur? Na, ich glaube, wir müssen beides tun, denn auf der einen Seite werden wir noch die eine oder andere Akquisition tätigen wollen, wenn sie sich denn in den Verhandlungen realisieren lassen. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein 8% High Yield Bond auch relativ teuer aus heutiger Sicht. Damals war es halt eben der Marktpreis und von da aus versuchen wir beides gestaffelt ordentlich hinzubekommen. Und der Benchmark der 8% ist dann auch für die operativen Geschäfte einfach gesetzt. Wie schnell können Sie den High Yield Bond callen?
Da können wir ab nächstes Jahr, Mai, können wir ihn callen, ganz oder teilweise. Es ist keine Eile geboten, weil die Restlaufzeit noch relativ lang ist. Aber wir haben halt wenigstens die Opportunität, es zu machen. Und das ist das Gute daran. Da sind wir schon bei den drei Fragen von Finance TV zum Abschluss. Auch für Sie, Herr Kalibe, bitte ganz kurz antworten, gerne ja oder nein. Die erste Frage schließt direkt daran an. Könnten Sie sich eine Kapitalerhöhung vorstellen, um mit dem Erlös den teuren High Yield Bond loszuwerden? Nein. Die zweite Frage. Sie wollen die Zinskosten von 34 auf 20 Millionen Euro im Jahr senken. In welchem Jahr werden Sie dieses Ziel erreichen? Wir streben das in den nächsten 2 bis 3 Jahren an. Und die letzte Frage. Hat die neue digitalisierte Firma Heidelberg ein höheres Margenpotenzial als der gute alte Maschinenbauer, den Sie früher mal waren? Sicherlich. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen. Wir bleiben dran, beobachten es weiter. Danke für Ihren Zwischenstand hier bei Finance TV, Dirk Kalibe. Wir danken Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war's für heute bei Finance TV. Schauen Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns darüber und wünschen Ihnen eine gute Vorweihnachtszeit. Tschüss.